Die Stadt Hamburg kauft das Grundstück des Elbtowers vorerst noch nicht zurück. Das wurde am Freitag bei einer Sondersitzung im Haushaltsausschuss der Bürgerschaft bekannt gegeben. Demnach will die Stadt den Investoren noch Zeit geben, die Insolvenz abzuwenden. Sollten die Investoren allerdings keinen neuen Geldgeber für den Elbtower finden, fällt die bisherige Bauruine im Wert von rund 300 Millionen Euro umsonst an die Stadt. Scharfe Kritik kommt von der Linksfraktion. Kaufvertrag täusche nur Sicherheiten vor. Eine neue Ausschreibung über die Nutzung, wenn der Bau nicht weitergeht, und eine umfassende Beteiligung von Öffentlichkeit und Bürgerschaft, anstatt den kurzen Olaf unter schlechten Bedingungen weiter wachsen zu lassen, fordert Heike Suttmann.